Hallo zusammen, hier ist der Metastomix, der Modellbau Noob. Hallo, hier ist Modellbau Tagebuch. Mal wieder mal Neuigkeiten von mir oder was ich jetzt demnächst vorhabe. Erstmal möchte ich mal zwei Kanäle nochmal Dank sagen bzw. hinweisen. Erstmal besonderen Dank gilt dem Rick, dem Modellbau-Kanal. Der hat ja auch den Manta im Bau und ist da, wie gesagt, zu dem Opel gekommen wie die Heilige Maria. Wenn die Geschichte interessiert, schaut auf den Kanal rein. Und ich selber habe ja kein Abo zum Manta. Und ich habe mal gefragt, wie sieht's aus? Oder beziehungsweise er hat mir glaub geschrieben, ob ich denn Interesse hätte an dem Blech. Also hier dieses für Abonnenten, dieses ich habe es nicht ausgepackt. Ich packe es auch demnächst nicht aus. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Dieses Opel Super 6 Werbeschild. Das ist so groß wie der Hefter. Das habe ich jetzt nicht vermutet, dass das so groß ist. Der Hefter kam auch noch dazu. War mit dabei, was er mir wirklich geschenkt hat. Super, vielen Dank. Ja, das finde ich einfach klasse, dass Leute, die sagen, ich brauche es nicht unbedingt, ich verschenke das einfach an den Modellbaukollegen. Das finde ich ein feiner Zug, Riesensache, wunderbar. Ja, ein bisschen baff bin ich schon. Ich muss da aber einen besonderen Platz suchen. Denn mit dem Opel Manta wird es auf meinem Kanal auf jeden Fall auch noch weitergehen. Teil der Situation ist gerade schlecht. Ich muss dann auch gucken, wie es da weitergeht. Ich glaube, das mit der Tankstelle mache ich nicht mehr weiter. Das ist nicht ganz so zuverlässig. Muss mal gucken, ob ich noch eine andere Quelle finde. Also Rick, nochmal vielen Dank für das Geschenk, für das Präsent. Wow, nice. Weil wir noch beim Manta sind, möchte ich auch nochmal den Modellbau-Kanal Marco, der Modellbauanfänger, erwähnen, treu und tapfer, hat er jetzt angefangen, den Opel zu bauen. Gut, aller Anfang ist schwer, ich weiß das selber noch aus meiner Zeit, aber ich glaube, das wird schon. Bleib einfach dabei. Vielleicht machst du noch ein bisschen was mit dem Licht und vor allen Dingen mit der Perspektive, vielleicht ein bisschen mehr von oben drauf schauen. Das wäre nicht schlecht. Du musst dir mal vorstellen, wie schaust du auf das Modell, wenn du bauen würdest. Du guckst bestimmt auch von oben drauf und nicht so aus so einem flachen Winkel. Also ich weiß, es ist schwer hinzukriegen, eine richtige, gute Kameraposition. Ich habe da auch lange tüfteln und überlegen müssen. Ja, deswegen lass dir Zeit, überleg dir es, schau bei anderen Kanälen rein oder ihr, die ihr anfangen wollt, schau jetzt, wie es andere Kanäle machen und dann ist gut. Es wird schon werden, also keine Angst. So, was habe ich denn noch auf der Pfanne? Ja, ein Unboxing würde ich mal gerne wieder machen. Und ich habe ganz vergessen, dass ich schon länger was rumliegen habe. Und zwar das hier. Erst einmal interessantes Modell, ein Triebflügel. Und von dem Hersteller. Kann ich jetzt gar nicht aussprechen. Da bricht wahrscheinlich die Welt zusammen, wenn ich das mal hier aus laber. Ja, bin gespannt. Oh, das Modell, ja. Die Form, ich bin da sprachlos. Unboxing muss sein, muss ich machen. Schauen wir mal, dass ich das demnächst hier unterbekomme. Und vielleicht findet es ein paar Interessenten, die da auch vorbeischauen. Würde mich freuen, wenn da mal wieder jemand Hallo sagt. Klar, die Bismarck, da machen wir noch ein Stück weiter. Der X-Wing, auch wenn es nicht so viele interessiert und alles ein bisschen langweilig ist, an den dritten Flügel zu bauen, aber ich acker mich da tapfer durch. Ich mache den X-Wing, den dritten Flügel. Die Lampen stehen auf grün, die Ampeln stehen auf grün. Ich habe alles da, mir fehlt bloß gerade die Freude an dem dritten Flügel. Da müssen wir gucken. Mit den Abos gab es noch ein bisschen hin und her. Ich bin immer noch bei 600, wo es hoch und runter geht. Hier haben wir schon, wenn sich die 600 mal stabilisieren,
einen weißen Karton, der geht raus. Mit dem Plastikmodell, so viel kann ich verraten, auch mit Foto-Ads-Teilen. Das wird ein bisschen was für jemand, der vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist. Aber tolles Modell. Wenn die 600 sich stabilisieren, dazu dann mehr. Und zu guter Letzt noch die größte Neuigkeit, die ich meine, mich jetzt mal über die Tage zusammengesponnen habe. Ihr wisst ja alle, ich habe hier mit diesen komischen Plastikbausteinen angefangen, da diesen. Ja, jetzt können viele ausschalten, weil einige sagen, mit dem Modellbau hat das nicht viel zu tun, aber es macht einfach Spaß. Ja. Und ich habe demnächst vor, hier diesen Bausatz hier auseinanderzunehmen bzw. zusammenzubauen. Damit meine Freunde die Klemmbausteine da bewachen, wollte ich sagen. Auch mal ein bisschen eine Fahrgelegenheit haben. Habe ich mich dazu entschlossen, eigentlich, um nicht andere Modellbauer zu nerven, die an Großprojekten bauen, einen neuen Kanal aufzumachen, so parallel, so nebenher. Das ist mir jetzt gelungen in der Nacht- und Nebelaktion. Der Ding heißt dann, jetzt muss ich ja selber überlegen, der Brickstone Noob. Noob muss rein. Brickstone, okay, war noch frei. Die Kombination. Der Kanal ist eröffnet. Ein erstes Video ist reingeladen von meinen ersten, wo ich die Mannequin dann zusammengebaut habe. Die anderen werden folgen. Das ist so, ich habe so das Gefühl, also es wird Kobi geben, es wird ein bisschen Lego geben, weil an Star Wars komme ich nicht vorbei oder Star Trek, muss man gucken, was ich noch so finde. Ja, und dann so vor allen Dingen die, naja, die Chinesen holen dann auf. Gucke ich, dass ich da auch noch ein bisschen von der dunklen Seite der Steine diverse Modelle bekomme. Lego kann ich mir auf Dauer auch nicht leisten. Nee, das funktioniert so nicht. Vielleicht schau da mal in den nächsten Wochen bei. Ich mache da noch mal Werbung in den News. Auf dem Kanal ist jetzt noch nichts los, aber der wird kommen. Konzept habe ich nicht. Ich überlege halt bloß, mache ich eine Komplettserie. Also ich will wirklich online bauen. Vielleicht mache ich das dann mal im Chat später oder es gibt genug Kanäle, die die Produkte präsentieren und bis aufs Kleinste mit Vor- und Nachteilen präsentieren. Aber ich habe selten gesehen, dass jemand das Ding auch wirklich online baut. Deswegen ziehe ich mir den Schuh an und werde mal ein bisschen rumbauen. Vielleicht habt ihr eine Tasse Kaffee dann übrig und guckt dann noch ein bisschen mit zu. Müssen wir mal gucken. Vielleicht werde ich die Folge auf 15 Minuten begrenzen, weil viele haben ja keine Zeit, so lange zu gucken, dass ich mehrere Folgen mache oder ich mache mal eine Stunde am Stück, wenn ich was zu labern habe, bis mir der Stoff ausgeht. Ja, vielleicht so. Ich gucke um mich rum. Ich denke, das war es im Großen und Ganzen. Hab Hallo gesagt. Setz mir jetzt noch mal ein bisschen hin und überlege, ob ich heute Abend noch was Sinnvolles anfange, damit ihr im Laufe der Woche ab und zu noch mal was von mir hört, vom X-Wing, von der Bismarck, ja, alles Mögliche, ne? In dem Sinne, ja, nicht den DeLorean erwähnen, nein, da ist was im Gange. In dem Sinne, schaut mal wieder vorbei, würde mich freuen, über einen Daumen, über ein Like. Seid mir nicht zu faul. Ciao, tschüss, meine Storix. Bis demnächst. Bye.